gemeinsam, trotz Abstand nicht einsam. Ganz herzlich willkommen zu unserem kleinen Impuls aus dem Kirchenkreis Hattingen-Witten. Jetzt geht die erste Woche dieser radikalen Abstandsregel zu Ende. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, dass manchmal Zweifel hochkommen. Wir bemühen uns mit guten Worten, Ihnen Gottes Liebe nahezubringen, jeden Tag neu. Und trotzdem nagt manchmal die Sorge und der Zweifel. Heute begrüße ich ganz herzlich Tina Schulte, Jugendreferentin in den Gemeinden Winsbark und Welper-Blankenstein. Sie wird uns mitnehmen zu Gedanken über Glauben und Zweifeln. Tina, schön, dass du da bist. Ein herzliches Hallo an alle da draußen vor dem Bildschirm. Ich stehe heute hier nicht nur als Gemeindepädagogin und Jugendreferentin, sondern auch als Martineumsdiakonin. Mein Einsegnungsspruch lautete: Befiehl dem Herrn deine Wege und tue Gutes. Vertraue auf den Herrn und er wird es richten. Steht im Psalm 37, Verse 3 und 5. Ich habe diesen Spruch gewählt, weil es auf mich sehr gut passt. Denn genau das ist passiert. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht Gott meinen Weg und mein Leben anvertraut hätte. Er hat mich sozusagen hierher geführt. Warum erzähle ich euch das? Ich möchte euch einfach Mut machen, daran zu glauben, dass Gottes Wege vorgegeben sind. Auch wenn es nicht immer so ist, wie wir uns das vorstellen. Ich bin mir bewusst, dass es vielleicht für den einen oder anderen etwas hart klingt, wenn ich das sage. Weil er vielleicht gerade jemanden verloren hat, den er geliebt hat, oder weil er einfach selber Angst davor hat, krank zu werden. Das kann ich absolut verstehen und ich fühle auch wirklich mit jedem Einzelnen mit. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ja, auch ich habe Angst. Auch ich habe Zweifel. Zweifel daran, dass das, was hier gerade passiert, um uns herum so sein soll. Dass Menschen sterben, hier und auf der ganzen Welt. Was soll daran gut sein? Aber ich darf zweifeln. Unsere diesjährige Jahreslosung heißt: Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und diese Jahreslosung ist für mich sehr befreiend. Damit habe ich mich tatsächlich auch schon die letzten Monate mehr oder weniger intensiv beschäftigt. Wir dürfen zweifeln. Wir dürfen zweifeln, weil Gott selbst gezweifelt hat, als Jesus kurz bevor er starb. Ich glaube, das ist eine große Erleichterung, die uns dabei hilft, wieder auf unseren Weg zurückzukommen, auf den Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Und auch wenn uns das nicht immer so gut gefällt, was wir da gerade erleben müssen, so hat alles doch seinen Sinn. Aber auf eines möchte ich hinweisen. So eine schöne frische Luft, so einen tollen Sonnenuntergang, so viel Solidarität wie in den letzten Wochen habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich wünsche allen Menschen in Hattingen-Witten und auf der ganzen Welt und speziell unseren Geschwistern des Partnerkreises Gesenyi in Ruanda, dass sie ihr Glauben nicht verlieren und dass sie auf Gott und das, was er mit uns vorhat, vertrauen. Es ist mir noch ein Bedürfnis, auch nochmal an meine Geschwister in Ruanda und auf der ganzen Welt meinen Mutspruch zu senden. So I want to say to all the people of the world, our God is a great and gracious God. So I believe that everything will be good. I don't know when, maybe in the next few months, but I think everything will be good. He will do it well for us. Amen.